Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ihr habt wahrscheinlich euch entweder vom Titel oder von dem Bild angesprochen gefühlt und ich will euch heute mal zeigen, wie wir unser Kräuterregal gebaut haben. Das hängt bei uns im Esszimmer und ich habe das Schritt für Schritt dokumentiert, um euch ganz genau erklären zu können, wie ihr das selber zu Hause ganz einfach nachbauen könnt. Und ich würde jetzt mal sagen, nachdem das Video sowieso schon so lang ist und so detailliert ist, brauche ich euch jetzt gar nicht mehr besonders viel dazu erzählen. Also viel Spaß dabei und wir sehen uns später. Wer mit Paletten arbeiten will, braucht natürlich erstmal Paletten. Und ja, wenn ihr nicht wisst, wo ihr die herbekommen sollt, so Kleinanzeigenportale sind da teilweise hilfreich. Bei mir hat es auch ehrlich gesagt geholfen, beziehungsweise nicht geholfen, aber ich habe mich gewundert, sobald ich in Facebook geschrieben hatte, dass ich das Projekt plane, haben gleich noch mehr Leute Paletten angeboten, obwohl ich eigentlich geschrieben hatte, dass ich schon eine habe. Weil bei uns, ich bin hier in der kleinen Werkstatt unterhalb von unserem Büro und im Nachbargebäude sitzt ein Handwerker, ein Dachdecker. Und der hat hier immer Paletten rumliegen und ich habe da einfach ganz nett gefragt, ob ich eine haben kann. Die haben gesagt, klar, normalerweise geben sie die zurück, aber ich kann mir eine nehmen. Und das ist jetzt auch der Punkt, den ihr bei eurer Suche beachten solltet. Es gibt diese normalen standardisierten Paletten mit 5 Brettern oben drauf. Das sind Euro-Paletten, die sind genormt. Und da ist auch Pfand drauf. Die gehen normalerweise wieder zurück, beziehungsweise die werden ausgetauscht. Ein Lieferant bringt Ware auf Europaletten und nimmt dafür die gleiche Anzahl von Paletten wieder mit. Ansonsten müsste man eigentlich Pfand darauf bezahlen. Es gibt aber auch Paletten, die werden nur einmal verwendet. Einwegpaletten. Und so eine habe ich hier jetzt. Das hier ist eine Einwegpalette. Die hat auf der Oberseite nicht 5 Bretter, sondern 7 Bretter. Und die wird wirklich von dem Handwerker, der sie bekommt, oder von dem, der die Lieferung bekommt, wird die danach entsorgt. Und für die ist es natürlich nicht so problematisch, die Paletten herzugeben, weil ob sie sie jetzt auf den Müll schmeißen oder irgendeinem Bastler geben, ist für die komplett egal. Ein weiterer Vorteil, je nachdem, welchen Look man sich wünscht, ist natürlich, dass diese Einwegpaletten nur einmal hergenommen werden. Und deswegen, ihr seht hier, alles schön helles Holz. Die ist nicht besonders zerlegt. Die ist nicht zerrupft, das Holz ist nicht gebrochen, es ist nicht besonders schmutzig. Also, das ist bei den Europaletten teilweise anders. Die gehen mit der Zeit ein bisschen kaputt. Und wenn ihr Pech habt, bekommt ihr da irgendeine, die schon größere Schäden hat. Das wollt ihr vielleicht, vielleicht wollt ihr es nicht. Ich probiere es jetzt erstmal mit der. Die ist nicht so schön akkurat gearbeitet. Das heißt, ich halte die hier nicht schief, sondern die ist hier oben einfach nicht gleichmäßig lang. Das werden wir mal gucken, wie das ausschaut. Ansonsten kann man hier vielleicht einfach mit der Kreissäge einmal entlang gehen und das hier alles auf ein einheitliches Level bringen. Und was ich jetzt als erstes mal mache, nachdem hier viele kleine Holzfasern wegstehen und ich natürlich nicht möchte, dass man sich einen Spreißel einzieht, wenn man zu nah an die Palette kommt oder beim Blumengießen oder sonst irgendwas, nehme ich jetzt einfach mal kurz meinen Schleifer und gehe hier einmal drüber. So, fertig mit dem Abschleifen. Zumindest grob. Vielleicht hört ihr das auch, dieses Summen im Hintergrund. Die Kamera steht jetzt nämlich direkt über dem Schnellladegerät für meine Akkus. Da sind natürlich ein paar durch, aber deswegen habe ich nicht aufgehört, sondern ich bin einfach grob fertig. Schauen wir mal, wie sich das ergibt. Ich habe jetzt hier nur einmal mit einem 60er Schleifpapier alles abgeschliffen. Das Ganze soll an die Wand, das ist ja kein Möbel, das ist eher so eine Vorsichtsmaßnahme. Das Sofa, das ich vor kurzem gebaut habe, da bin ich wirklich dreimal drüber gegangen, bis runter zu einem 240er Schleifpapier und das war ein Haufen Arbeit. Für die Palette habe ich jetzt in Summe gefühlt eine Stunde oder sowas gebraucht und dafür habe ich für die großen Flächen hier meinen Exzenterschleifer. Mein Exzenterschleifer verwendet. Ich mag den, weil er einen ganz guten Abtrag hat, weil er gut in der Hand liegt und sich damit einfach gut arbeiten lässt. Das Problem ist, die Palette hier hat viele kleine Winkel, wo ich mit dem Großen natürlich nicht richtig reinkomme. Und was ich dafür hergenommen habe,
ist ein Multitool. Die sind ganz gut zum Schneiden und sonst irgendwas. Und da habe ich hier auch den entsprechenden Aufsatz dafür. Genau. Mit dem kann man auch schleifen. Und damit komme ich hier natürlich besser in die Ecken, besser in die kleinen verwinkelten Stellen rein und komme hier auch tiefer zwischen die einzelnen Latten rein, um das hier zwischendrin abzuschleifen. Da ist jetzt unerwartet viel Schleifpapier draufgegangen. Also ich habe wirklich von dem Exzenterschleifer 2 Blätter gebraucht und hier auch. Das hätte ich nicht erwartet. Beim letzten Mal, wo ich längere Holzplatten abgeschliffen habe, da haben die Blätter deutlich länger gehalten. Aber das ist wohl einfach eine Sache, die ich nicht einschätzen konnte, weil ich dafür nicht genug Erfahrung habe, um ehrlich zu sein. So, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, 2 Tage sind vergangen, seit ich das Projekt angefangen habe. Was ich mir jetzt noch besorgt habe, sind 3 solcher Latten. Das ist auch alles einfach Palettenware. Das sind konkret gesagt solche Latten hier, nur von einer anderen Palette. Und die werde ich später hier unten dran schrauben, damit natürlich meine Blumentöpfe, die da reinkommen, nicht nach unten durchfallen. Damit das wirklich geschlossene Blumenkästen sind, in die man auch einfach zum Beispiel Kräuter in diesen kleinen Plastiktöpfchen, in denen die verkauft werden, dass man die da einfach reinstellen kann. Hier rein damit. Die haben einen festen Stand und alles ist gut. Und die schleife ich jetzt noch ab. Und wenn die abgeschliffen sind, dann nehme ich sowohl die Palette als auch meine Latten mit nach Hause. Ich habe hier in meiner kleinen ausgelagerten Werkstatt jetzt nur das ganze Schleifzeug dabei. Akkuschrauber, Schrauben und so weiter habe ich bei mir zu Hause. Und da montieren wir das Ganze dann. Und dann werden wir dann auch noch Folie hinmachen, das Ganze ordentlich anmalen, anpinseln, dass es ein bisschen Farbe kriegt. Genau, dann schleife ich mal und wir sehen uns wieder, sobald ich mit dem Schleifen fertig bin. So, wie angekündigt, sind wir jetzt bei mir zu Hause im Garten bzw. auf der Terrasse. Ich habe mir schon Gedanken gemacht bzw. ich habe mir sagen lassen, wie rum wir die Palette aufhängen. Und zwar so rum, also das wird unten, das hier wird oben. Deswegen steht sie jetzt auch umgedreht da. Und jetzt werden wir die Latten hier festschrauben. Ich habe dafür einfach, weil ich die gerade da habe und hoffentlich noch genug übrig habe davon, Schrauben genommen, die sind 4x30 mm. Schauen wir mal, ich bin gespannt, ob das klappt ohne Vorbohren. Hier bei ein paar Latten sind schon Löcher passend drin, die müssten eigentlich bei allen drauf sein. Schauen wir mal, inwieweit wir die nehmen können oder ob wir einfach durchbohren können, ohne dass das Ganze springt. Bei unserem Gewürzregal-Holzpalettenprojekt ist es jetzt an der Zeit, ein wenig Farbe ins Spiel zu bringen. Und da habe ich mir Hilfe geholt. Ich hasse nämlich Malern. Und deswegen kann ich mich hier sogar jetzt noch ein wenig, nicht deswegen, sondern ich kann mich jetzt hier sogar noch ein wenig länger aus der Verantwortung stehlen, weil ich ja ein Video machen muss für euch, um das alles zu dokumentieren. Wir haben uns hier entschieden für Holzlasur in Weiß, damit das Ganze so ein bisschen edlen Touch bekommt, aber es ist kein weißer Lack, sondern da kommt die Struktur unten noch durch. Das heißt, man sieht schön die Holzmaserung, aber das Ganze wird ein bisschen heller und schaut ein bisschen bearbeiteter aus. Tja, ich blende euch jetzt auch nochmal ein Foto ein von der Lasur, damit ihr seht, welche wir da hergenommen haben. Die ist angeblich bio, ist für innen und außen geeignet, also vermutlich nicht ideal, wenn das Zeug im Regen steht, aber natürlich, wenn die durchgetrocknet ist und da stehen am Schluss Kräuter drin, dann soll das natürlich auch nicht irgendwie in den Kräutern enden, das Zeug. Das wollen wir ja auch nicht. Ja, dann malen wir jetzt mal fertig und wir sehen uns dann beim nächsten Schritt. Schauen wir mal, was wir uns noch alles einfallen lassen für unseren Kräutergarten. An die Wand hier soll unsere Palette. Jetzt ist dummerweise der Akku vom Mikro ausgegangen, beziehungsweise die Batterie ist leer. Ich hoffe aber, ihr versteht mich trotzdem ganz gut. Was wir jetzt machen, ist, dass wir erstmal schauen, auf welche Höhe das Ganze kommt. Und dann ja, geht es ans Löcherbohren. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen, dass wir heute am Samstag nicht zu spät werden und die Nachbarn dann
rauswerfen aus ihrem Schlaf. Oder aus ihrer Samstagsruhe. So. Das schaut doch mal nach einer guten... Das muss ich jetzt absegnen lassen. Und dann schauen wir mal, welche Höhe es wird. Was man sieht ist, ich habe hier, das ist das erste Mal, dass ich mit sowas arbeite, ich habe hier einen Kreuzlaser, der sich selbst nivelliert und der mir hier eine gerade Ebene hinwirft, damit ich später die Löcher möglichst optimal bohren kann. Schauen wir mal, wie gut es funktioniert. Dann wollen wir mit der Wasserwaage gegenchecken, ob der wirklich gerade ist, aber ich hoffe schon. Ja. Auf zum Bohren. Ja, jetzt muss ich gestehen, nochmal ein kleiner Einschub, bevor wir weitermachen mit dem finalen Touch. Die Palette hängt jetzt gut 2 Wochen an der Wand und der letzte Teil mit dem Aufhängen war ein bisschen kurz, bisschen knapp. Da sind nicht so viele Details rübergekommen, wie es hätte sein sollen. Aber wir wollten halt einfach fertig werden an dem Tag, weil man am Sonntag ja auch nicht ewig bohren darf. Am Samstag. Am Sonntag bohren wir hier natürlich gar nicht im Haus. Ne? Ich wollte euch nochmal zeigen, wie wir das oben gemacht haben. Und das ist eigentlich relativ simpel. Ich habe Ösen genommen, solche Dinger, die ihr kennt vielleicht, wenn man irgendwas an die Decke hängen will. Also relativ dicke Ringe. Und die habe ich horizontal in die Wand geschraubt. Und die Palette hat die gleichen Ringe. Das passt natürlich nicht aufeinander, deswegen hängt da noch ein Karabiner dazwischen. Und der Sinn der ganzen Sache ist der, dass wenn ihr wirklich feststellt, dass die Palette ein bisschen schief ist zum Beispiel und ihr wollt da was korrigieren, dann müsst ihr nicht ein separates Loch bohren, sondern ihr könnt einfach den Haken, der in der Palette ist, nochmal eine Umdrehung oder eine halbe Umdrehung rein und raus tun und so habt ihr da einen minimalen Unterschied an der Halterung. Das sollte man aber eigentlich nicht sehen und ihr habt so die Möglichkeit, das Ganze nochmal zu befestigen oder beziehungsweise nochmal auszurichten. Und an sich, ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass da irgendwas mit dem Gewicht her ein Problem wird. Und jetzt würde ich sagen, nachdem ihr das jetzt auch wisst, schauen wir uns mal das Ganze an. Wir haben hier nämlich sogar schon die ersten Bewohner in unserem Kräutergarten. Er ist sogar schon schön dekoriert, wird ja bald Weihnachten. Und ja, nachdem ich so ein bisschen, wie soll ich sagen, Kräuterlegastheniker bin und immer vergesse, wie das Ganze heißt, haben wir hier eine Kreidefolie bestellt, eine Tafelfolie. Das ist schwarze Folie, die schneiden wir jetzt zu und die kommt dann hier unten drauf. Und dann kann man immer schön mit einer Kreide oder mit einem Kreidestift draufschreiben, welche Töpfchen da drin sind. Und da legen wir jetzt los. Jetzt schneiden wir mal und dann kleben wir das Ganze drauf. Schon dabei, das Video zu schneiden und da ist mir aufgefallen, ich habe euch unser kleines Feintuning nicht vorgestellt und natürlich auch nicht gefilmt, wie ich es gemacht habe. Deshalb, in aller Kürze, wir haben hier in die Töpfchen, in die Beete, Teichfolie reingetackert und somit kann man jetzt einfach die Kräuter von oben gießen, ohne dass das Wasser nach unten durchläuft. Und wenn wir später dann mal ein Bewässerungssystem einbauen wollen, dann haben wir dafür auch ideale Voraussetzungen, weil wir schlicht und ergreifend reingießen können und da ein bisschen Wasser auch von unten zuführen können. Ja, wenn ihr es bis hierher geschafft habt, dann ist es jetzt wohl doch mal angebracht zu sagen, like das Video. Ich würde mich sehr freuen, ihr könnt auch den Kanal abonnieren, vielleicht kommen ja noch das ein oder andere Do-It-Yourself-Video oder andere Videos, für die ihr euch interessiert, Techniktests, was auch immer. Ihr habt gesehen,
So schwer ist es gar nicht. Es sind ein paar Schritte. Bei uns hat sich das Projekt hingezogen. Ich würde mal sagen, so circa 2 Wochen, bis das Ganze dann an der Wand hing und die Folien drauf waren und die ersten Blümchen eingezogen sind. Arbeitszeit an sich sind vielleicht 4 bis 5 Stunden, die man wirklich an dem Kräuterregal arbeitet. Die Zeit, die die Farbe oder die Lasur zum Trocknen braucht, natürlich noch oben drauf gerechnet. Aber ansonsten ist es ein nettes Projekt, was man mit einer überschaubaren Menge an Werkzeug in einer netten Zeit machen kann. Nicht zu viel, nicht zu wenig, man hat was Schönes davon. Und deshalb probiert es doch einfach mal aus. Und natürlich schickt uns am Schluss Bilder von euren eigenen Projekten, damit wir sehen können, wie ihr das Kräuterregal umgesetzt habt und was ihr anders gemacht habt als wir. Vielleicht bauen wir auch noch mal was um an unserem. Und vielleicht, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, beziehungsweise wir sind uns noch nicht ganz sicher, vielleicht machen wir es am Schluss auch so, dass wir hier noch ein automatisches Bewässerungssystem einbauen. Aber das kommt dann in einem separaten Video. Also viel Spaß mit euren Projekten und bis zum nächsten Mal.